Heute geht es um das Thema Krisenvorsorge und ganz, ganz wichtig Blackout. Denn das Thema Blackout, das sehen wir nicht nur in den ganzen Alternativmedien, sondern wir können es auch immer wieder in den ganzen Mainstream-Medien beobachten. Sperrt die Lauscher auf und hört euch um, was so los ist. Es könnte etwas passieren, wir wissen es nicht. Wenn natürlich dieses IT-Problem noch dazukommt mit dem Hitze und dann vielleicht beide zusammenkommen, ja dann, Freunde, kann es auch zu einem Blackout kommen. Wie ich immer sage, es ist nicht ein Fehler, aber wenn dann zwei Fehler zusammenkommen, dann Houston, wir haben ein Problem. Ja, es wird sehr viel über das Thema Blackout, Strom, kompletter, totaler Stromausfall. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wenn wir jetzt gewohnt sind, dass wir einen ganz normalen Alltag haben, wo wir den Stecker in die Steckdose stecken und schon können wir Strom beziehen. Egal für was, sei es für die Heizung, Heizstrahler, Fernseher, Küchenmaschinen oder wie auch immer, wir benötigen immer wieder Strom. Doch was viele vergessen ist, dass wir auch Strom benötigen für unser Wasser. Ja. Und jetzt fragen mich immer wieder Leute, Marek, wo kann ich am besten vorsorgen oder bei der Krisenvorsorge, worauf sollte ich am meisten achten? Und ich sage ganz klar, natürlich ist Essen wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass du Wärme hast. Doch ganz, ganz wichtig, sogar mit das Wichtigste ist, dass du Wasser hast. Nicht nur Wasser irgendwo aus der Pfütze oder irgendwo aus einem Teich. Ich zeige euch jetzt mal hier, was für eine Alternative ihr hättet, wenn ihr kein Wasser mehr habt. Ja, aber wir kommen wieder zurück zum Thema Wasser. Und das bedeutet, Wasser ist nicht gleich Wasser, denn Wasser kann auch unser Tod bedeuten, im schlimmsten Falle, im Worst Case. Das bedeutet, wenn wir uns von Wasser ernähren, wenn wir Wasser zu uns nehmen, das kontaminiert ist, sei es durch Mikroorganismen oder sonstige Schadstoffe, ja, kann es ganz schnell sehr eklig werden. Ja, und das bedeutet, wir bekommen, wenn wir schlechtes Wasser trinken, wenn wir kontaminiertes Wasser trinken, ja, bekommen wir Magen-Darm-Probleme, wir bekommen Erbrechen, wir bekommen Durchfall. Ja, uns geht es allgemein nicht gut. Unser ganzes Wohlbefinden geht den Keller hinunter. Das bedeutet, wir können uns nicht mehr beschützen. Ja, und aber ganz auch wichtig, unser Umfeld, sei es unsere Familie, sei es unser Freundeskreis oder sonstige Gemeinschaften. Wir sind einfach Knockout. Wir sind ausgeschaltet. Wir haben keine Möglichkeiten, uns selber zu schützen, aber auch unsere Familie. So, hier brennt ein Feuerchen. Ganz kurz nochmal erwähnt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch autark wärmen können. Das bedeutet, durch so ein Feuerchen ist das wunderbar, perfekt. Ja? Wir können hier an diesem Feuer können wir unser Essen warm machen. Wir können uns an diesem Feuer wärmen. Und wir können dieses Feuer benutzen, um gewisse Werkzeuge herzustellen und so weiter und so fort. Also eine Feuerquelle ist auch ganz, ganz wichtig. Doch das bringt alles nichts, wenn wir kein Wasser haben. Jetzt zeige ich euch mal das Szenario, was ist, wenn wir kein Wasser haben. Es reicht, wenn der Strom ausfällt. Wir sprechen jetzt hier vom totalen Blackout nicht. Wenn die Sicherungen zu Hause ausfallen, ja, dann haben wir vielleicht für 10 Minuten, für eine halbe Stunde kein Wasser. Aber Wasser aus dem Wasserhahn können wir immer noch zapfen. Ja. Wenn ein totaler Blackout da ist, dann sind ganz schnell die ganzen Läden leergeräumt. Weil verkaufen geht da auch nicht wirklich mehr. Die Kassen funktionieren nicht mehr. Wir können nicht mehr bezahlen. Die ganzen automatischen oder elektrischen Bezahlungsmöglichkeiten sind dann deaktiviert. Das bedeutet, die Läden werden sofort zugemacht. In kürzester Zeit werden sich Banden zusammensetzen, die dann die Läden plündern und wir haben keine Möglichkeiten, Wasser zu kaufen oder sonst irgendwie an Wasser ranzukommen. Somit, wenn wir nicht vorgesorgt haben und erstens vielleicht nicht genug Wasser zu Hause gelagert haben, wobei Wasser lagern ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Da brauchen wir sehr, sehr viel Kapazitäten, sehr, sehr viel Volumen zum Laden. Deswegen empfehle ich von vornherein einen vernünftigen Wasserfilter, so wie es die Urquelle Outdoor es dir bietet. So, da kommen wir aber gleich zu. Wir spielen jetzt mal das Szenario, was passiert, wenn der Strom ausfällt. Wir zum Beispiel jetzt im Badezimmer sind, uns gerade noch die Hände waschen wollen, auf einmal bam, geht das Licht aus und wir haben keinen Strom mehr. Und nicht nur in dem Haus, sondern die ganze Gemeinschaft, die ganze Stadt, das ganze Land hat keinen Strom mehr. Ein Tag ist kein Problem. So beim zweiten Tag wird es schon schwierig. Wir sollten uns erstmal schauen, dass wir das Wasser, was in den Rohren ist, falls wir nicht vorgesorgt haben, dass wir uns die Badewanne voll machen.
Ja? So viel wie Wasser noch in den Rohren drin ist, wie die Pumpe, also die Pumpe fällt ja auch aus. Das muss man, dessen muss man sich bewusst sein. Das bedeutet, das, was wir im Alltag als ganz normal ansehen, das bedeutet, wir machen den Wasserhahn auf einmal kommt Wasser raus. So. Das ist was ganz Normales, wenn Strom da ist. Wenn kein Strom da ist, funktionieren die Pumpen nicht mehr, die das Wasser nach oben transportieren. Und ja, wir haben einfach kein Wasser mehr. Deswegen schaut erstmal, dass ihr alles, was ihr da habt, an Wasser erstmal in einen Eimer oder in eine Badewanne füllt, dass ihr wenigstens ein bisschen für ein paar Tage Wasser habt. So, was passiert, wenn wir aber längere Zeit keinen Strom mehr haben? Da haben wir auch kein Wasser mehr, was wir im Vorrat haben. Da müssen wir Wasser aus dem Umfeld besorgen. Und das Wasser aus dem Umfeld ist meistens kontaminiert. Das bedeutet, wir wissen nicht, selbst wenn das Wasser klar aussieht, wissen wir nicht, sind da gewisse Bakterien, die uns schaden können, die dafür sorgen können, dass sie uns ausschalten und wir uns nicht mehr ganz normal bewegen können oder unser Umfeld schützen können. So, ich zeige euch jetzt mal, was wir hier für eine Alternative haben. Das bedeutet, wenn hier der Strom ausfallen würde, würde ich als allererstes, wenn ich jetzt keine Urquelle Outdoor hätte, würde ich erstmal schauen, okay, wie komme ich an Wasser dran? Wir haben hier eine kleine Wasserquelle, das wäre das nächste, woher ich Wasser beziehen würde. Dann würde ich mir jetzt einfach mal nur als Beispiel aufgezeigt dieses Glas hier nehmen und würde versuchen, aus diesem Teich hier Wasser entnehmen. Ja? So. Das wäre meine Alternative. Das wäre meine Alternative. Dieses Wasser hätte ich jetzt zur Verfügung. Ja, also ich sag euch ganz ehrlich, egal wie groß mein Durst wäre, ich glaube, dieses Wasser hier würde ich einfach nicht runterkriegen. Ja, doch irgendwann mal kommst du psychologisch an einem Punkt, da trinkst du dieses Wasser. Ja, du hast so einen starken Durst, du weißt einfach nicht, was soll ich machen? Und deine Psyche zwingt dich dann mehr oder weniger dieses Wasser zu trinken. Ja, irgendwann mal wird dieses Wasser nicht mehr eklig, sondern du hast so ein starkes Verlangen nach Wasser, dass du dieses Wasser trinkst. Und dann passiert das, was nicht passieren darf. Du bekommst Durchfall, du erbrichst und wirst schwer krank. Ja, und dann ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. So, was haben wir noch für Alternativen, wo wir Wasser herkriegen können? Wir können Wasser herkriegen aus gewissen Sümpfen. Das ist immer eine Gefahr, das ist immer eine sehr große Gefahr, dass wir dort auch Parasiten zu uns nehmen können aus gewissen Gewässern, sei es Flüsse, sei es Teiche oder so, ist die ganz große Gefahr, dass wir Parasiten zu uns nehmen. Parasiten sind auch kein kleines Spielchen. Ja. Deswegen, egal wie es aussieht, es ist immer gut, dass wir einen vernünftigen Wasserfilter haben. Es gibt sehr viele Wasserfilter auf diesem Markt, die einfach nur Spielzeug sind, worauf ich nicht, ich sag mal, mein Leben dadurch drauf hinlegen würde. Ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen für gewisse Spielzeugwasserfilter. Deswegen schaut einfach, dass ihr vernünftige Wasserfilter habt. Und jetzt zeige ich euch die Situation, wie es aussehen würde, wenn wir die Urquelle Outdoor zu Hause haben und der Strom fällt aus. Das ist jetzt ein Glas Urquellwasser. Ja, ich zeige euch das mal als Unterschied, was wir vorher hatten. Das sind hier Bläschen, das sind Luftbläschen, die gleich weg sind. Das sind irgendwelche Parasiten, irgendwelche Mikroorganismen, irgendwas, was da drin rumschwimmt. Das haben wir natürlich hier nicht. Also man kann das wirklich wunderschön sehen. Vorher, nachher, ja. Ganz anders, also ganz anders von der Qualität her. Und hier kann ich sagen, hier kann ich wirklich sagen, dass ich dieses Wasser, also dieses Wasser riecht auch schon ein bisschen komisch. Dieses Wasser riecht sehr neutral, hat gar keinen, also nochmal ganz kurz, damit ihr das sehen könnt. Ja. Und dieses Wasser, würde mir jetzt mein Leben retten.